Hey Leute, willkommen zurück zu Breach Wanderers. Wir müssen jetzt mal gucken. Ich glaube, ich habe jetzt halt noch kein Quickplay-Deck. Deswegen ist halt die Frage, ob ich jetzt wirklich schon sage, Max Mana, ob ich das erhöhe, Phoenix Feather. Ich glaube, ich nehme hier einmal Mana Tonic mit und Phoenix Feather ist, glaube ich, es sind nur 150 Gold, ja, aber momentan brauche ich immer Gold, deswegen, das lassen wir erstmal. So, was die Forge angeht, können wir gerade nochmal gucken. Bonusenergie wäre natürlich schon sehr nett. Auf der anderen Seite, mehr Supplies wären halt auch nett. Mehr Heilung nach Kampfende ist natürlich auch sehr nett. Maximum Lebenspunkte und Recoverable Health ist halt auch okay. Ich würde sagen, ja, ganz ehrlich, ich nehme das hier mit. Ich nehme das hier mit. Beziehungsweise mit, ich erhöhe das. Und einmal das hier. Dann haben wir noch 800 und da brauche ich mir erstmal keine Gedanken mehr machen. Gut. Ja, hier hatten wir schon geguckt. Genau, dann starten wir direkt einen neuen ran. Und ich nehme dann nach wie vor erst nochmal hier das Default-Deck. Und ich bin mal gespannt, ob ich die zweite Ebene schon hier auf Level 2 schaffen werde. Mal gucken. So, wäre natürlich super, wenn ich das durchspielen könnte, aber hey. So, dann legen wir auch direkt los. Mehr Energie am Anfang ist halt auch nicht so verkehrt, dann bekommt man halt mehr Items, aber das andere ist, glaube ich, das ist ja auch sehr nett mit mehr Energie und so, aber das andere ist, glaube ich, erstmal wichtiger. Und das summiert sich halt auch schon, wenn man pro Kampfende dann ein bisschen Heilung bekommt. Hier dann nochmal so ein Lagerfeuer mehr. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz nett. So, da oben haben wir Frost. Das ist nicht so toll. Da haben wir Dunkelheit, aber hier sind mehr Elite-Gegner auf der Seite. Dann würde ich echt sagen, wir gehen dann hier so lang. Das Event nehme ich dann erstmal nicht mit. Den Boss nehmen wir mit, den Elite-Gegner da oben. Und dann starten wir direkt mal hier ganz links. Womit fangen wir denn jetzt mal an? Introspection ist halt jetzt erstmal, glaube ich, nicht so eine tolle Idee. Fangen wir mal. Ich könnte natürlich auch direkt schon dich angehen. Ich glaube, das machen wir auch. Dann haben wir hier nochmal Tricky Focus. Dann kommt Blade Idol weg. Und er bekommt da noch zusätzlich ein bisschen Schaden. Gut, dann hätten wir hier einmal Bleed, Reactive Shift und das Ganze nochmal. Macht jetzt nicht so viel Schaden, aber immerhin ein bisschen. Leider haben wir jetzt nur die 8 Shield und einmal Evasion. Okay, es passt. Es passt auf jeden Fall. Ja, so. Dann, es wäre ja fast besser, ich würde dir Poison geben wegen dem Shield. Das dauert dann halt auch so ewig. Aber wir versuchen erstmal, dich rauszunehmen. Alles klar, dann spielen wir das. Dann schmeißen wir die weg, damit wir hier nochmal. Ja, gut, Mana Shield war jetzt auch egal. Das ist jetzt nochmal ganz nett. Ach man, jetzt hast du auch noch plated. Da müssen wir halt jetzt echt mal gucken. Okay, starten wir mal damit. Dann schmeißen wir das mal weg. Und ich will natürlich auf jeden Fall dich erstmal erledigen. Reicht sogar, alles klar, dann haben wir. Das würde ich dann schon mal gerne nehmen, um ein bisschen den Schaden zu reduzieren. Können wir halt noch mal gucken, was wir jetzt ziehen können. Mana Shield ist ja schön und gut.
Hätte das eher für das Shield. Nee, habe ich jetzt auch gar nicht gebraucht. Wegen Evasion wieder. Okay, gut. So. Poison. So, dann machen wir das so. Dann haben wir einmal Blade Idol. Und. Ja, jetzt wäre natürlich das schon wieder ganz gut. Bekommen wir einmal Evasion. Und Serrated Shift spielen wir. Reactive Shift. Und du bist erledigt. Okay. Zweimal 4 Damage an den ersten Gegner kostet halt nicht. Zweimal Leeching Shifts. Wir verlieren 8 Lebenspunkte. Okay. Play this card when discarded. Interessant. Moment, das muss ich mir jetzt erstmal anschauen. Also, die macht 4 Damage und Leech. Ich glaube, ich muss das mal ausprobieren, weil so in der Theorie ist das halt. Wir heilen uns halt jede Runde um 3, aber das hält dann auch nur eine Runde an, ne? Corrupted Blast. Ich nehme das einfach mal mit. Das muss ja dann auch irgendwie Nutzen haben. Und ich brauche sowieso noch ein paar Karten, die ich generell primär abwerfen kann. Deswegen glaube ich schon, dass das erstmal so ganz gut eigentlich passt. So. Dich vorher mal direkt als erstes ausschalten. Dann. Machen wir das erstmal so. Das haut schon mal richtig gut rein. Da kriegen wir noch ein bisschen Mana wieder. Wunderbar. Und du bist auch schon erledigt. Okay, so. Das ist... Müssen wir mal schauen. Das ist jetzt alles nicht so toll hier. Ich würde sagen, wir machen das erstmal so. Na gut, das war jetzt auch egal. Tricky Focus. Ha, obwohl, doch, dann können wir das noch so machen. Aber, na gut, das hätte ich jetzt nicht spielen brauchen. Wir machen damit jetzt eh keinen großen Schaden. Und dann spare ich mir wirklich das Mana lieber. Auch wenn wir jetzt hier noch mehr als genug im Überfluss haben. So. Aber wir verlieren dann auch wirklich 8 Lebenspunkte. Und das wird das vom Shield abgezogen oder nicht? Machen wir das erstmal so und dann. So, das will ich jetzt mal sehen. Es geht direkt runter. Okay. Ich brauche mehr Max-Mana. Irgendwie rechnet sich das mit der Karte nicht durch Leech. Dann müssen wir Leech irgendwie noch verstärken können. So, dann machen wir das erstmal. So, dann kommst du weg. Und dann bist du auch erledigt. Alles klar. Und wir haben uns wieder hochgeheilt. Okay, Trigger Bleed 5 times. Ja. Das ist bestimmt eine nette Karte. Aber dafür bräuchte man dann halt auch ein bisschen Bleed. Jetzt ist die Frage, ob wir das noch bekommen werden. Siphon Card will ich jetzt nicht zum dritten Mal reinnehmen. Momentan passt das mit dem Mana. Arcane Aegis wäre ganz nett. Aber ich glaube, ich probiere es nochmal hier mit Irritating Dust. Ich hoffe jetzt einfach, dass wir mehr Sachen mit Bleed bekommen. So, dann gehen wir
Ich glaube, die sind leichter als da, aber da haben wir noch einen Gegner und könnten noch was kriegen. Dann da oben haben wir eh ein Event, dann gehen wir trotzdem hier rechts lang. 10 Schock, 10 Damage, okay. Wie machen wir das jetzt? Also, auf jeden Fall... Beziehungsweise wir heilen uns dann genau um den Betrag, den wir dann Schaden machen. Okay, das muss aber noch für irgendwas anderes gut sein. Wobei, wir haben hier, wir triggern damit auch Leech, also von daher... Und was das jetzt hier angeht, machen wir das halt so. Dann haben wir das nochmal. Und, ach so, okay, wenn ich Leech natürlich triggere, noch zusätzlich, dann kann ich mich da, dann kann ich da natürlich noch mehr Heilung rauskriegen. Okay. Das ist natürlich sehr interessant. Gut, dann hätten wir hier 20 Damage. Oh mein Gott, so, nehmen wir erstmal das. Dann nehmen wir erstmal... Häusen, dann nehmen wir das, dann schmeißen wir das weg für den Schaden. Aber das bringt es halt jetzt auch noch nicht. Das können wir dann nochmal triggern. Aber es reicht halt nicht. Und allzu viel konnten wir den Schaden jetzt auch nicht reduzieren. Aber wir konnten ja ausweichen. Gut, und ich hoffe mal, dich könnten wir jetzt erledigen. Das ist jetzt halt auch... Bleed bringt mir jetzt nicht so viel. Gucken wir mal. Ja. Okay, das in Kombination... Die Fokus, nehmen wir das. Dann haben wir die. Dann können wir das einmal noch machen. Und dann Reactive Shift. Und dann bist du tot. Durch das Poison. Power Surge. Kann sie mit, oder er, wie auch immer, kann der Charakter damit was anfangen? Ja, durch diese, durch Poison und Bleed und Leech, ich glaube, das funktioniert da irgendwas von den drei Sachen mit. Barrier, nee, Shocking Grasp. Das wäre vielleicht okay. Hier hätten wir, ja, das dritte Mal will ich das nicht mit dem Power Surge schon nicht, nehmen wir erstmal Schock. So, Mana gained on kill, Strike Damage plus 1, Burn applied plus 3. Ja gut, das brauche ich nicht. Dann nehme ich Mana on kill und jetzt haben wir hier ein Upgrade. Wie sieht das denn aus? Wir verlieren weniger Lebenspunkte. Dann hätten wir noch mehr Heilung. Ich glaube, das möchte ich jetzt mal als erstes hier mitnehmen. Auch wenn wir das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so wirklich brauchen werden wahrscheinlich. So, wie machen wir das jetzt? 3x3 ist das natürlich blöd, dann würde ich halt schon lieber direkt das Shield nehmen. Dann machen wir das nämlich so. Poison würde ich halt auch gern direkt schon nehmen. Und dann schmeißen wir die mal weg. So, dann können wir damit schon mal... ein bisschen Schaden machen. Siphon Card. Haben wir noch ein bisschen Mana. Da hätten wir dann noch mehr Poison. Lohnt bei dem jetzt mit Feyruz nicht unbedingt. Ich nehme mal das. Hier geben wir dann nochmal Poison. Und dann... einmal das. So, dann müssen wir dich doch hier jetzt auch schon erledigen können. Gut. Siphon Card. Ja, das ist alles gerade
nicht so toll. Gucken wir mal, was wir noch kriegen. Also Cardlaw ist da jetzt, glaube ich, auch nicht so verkehrt. Deadly Injection ist schon mal ganz nett. Und was den Rest angeht, das ist natürlich alles ein bisschen... Okay, das ist noch okay. Dann können wir das auch noch mal triggern. Ja, und dann bist du auch gleich Geschichte. Ich hätte das Shield noch nehmen sollen, verdammt. Ich habe jetzt nicht auf den Schaden geachtet. Evasion zweimal brauchen wir nicht. Dann nehme ich auf jeden Fall Schock. Das wäre natürlich auch sehr nett. 6x2 Damage. Aber Blade Idol ist passt halt mehr. Also zu generell hier zum Deck mit Karten abwerfen und so. Okay, er sollte jetzt hier eigentlich auch nicht so das Problem sein. Greift zwar mehrfach an, aber trotzdem... Fangen wir mal so an. Dann haben wir einmal das. Genau, dann können wir das jetzt spielen. Mit Leech. Serrated Schiff. Und dann einmal Reactive Schiff. Okay, und einmal Siphon Card. Müssen wir ein Damage kriegen. Ungefähr so. Okay. Frenzy ist natürlich schon ein bisschen blöd. Brauche ich jetzt Schock? Will ich jetzt Schock? Wir können auf jeden Fall noch Karten ziehen. Machen wir mal das. Packen wir mal Schock drauf. Dann haben wir Haunted Memory, nehmen wir auch noch. Und dann gucken wir mit Introspection. Blade Idol haben wir bekommen. Okay. Mana Shield. Und das einmal bitte. Die könnte ich natürlich direkt abwerfen, die Karte. Auf jeden Fall machen wir das erstmal. Das hat sich jetzt auch nicht so wirklich gelohnt. Also, das werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Ich mache jetzt einfach mal das so. Dann ziehen wir noch eine Karte. Dann wären wir schockt, aber wir würden keinen Schaden bekommen. Das heißt, wir könnten das jetzt... Das lohnt halt auch nicht... Wirklich, das ist ein bisschen wenig alles. Ja, nee. Da muss schon ein bisschen mehr Schaden bei rumkommen. Oh, 24 Damage und wir sind schockt. Das ist jetzt nicht so ideal. Das bringt jetzt auch nicht allzu viel. Das war jetzt auch wieder eigentlich ein bisschen blöd. Ich kann halt gerade nicht so wirklich... Toll, Bleed zweimal, aber... Mann, ich hätte jetzt lieber gern mal ein Shield gehabt. Shocking Grasp. Okay, Introspection. Ich würde sagen, wir nehmen natürlich erstmal wieder hier Preußen, weil das ist mit primär das, was mit dem wir Schaden machen. Dann einmal Introspection bitte. Und Mana Shield. Einmal das. Das ist halt schon ein bisschen zu viel Schaden irgendwie. Wir können auf jeden Fall einmal das hier abwerfen.
gut, ich hätte auch schon direkt das hier spielen können. Dann hätte einfach Poison, wäre Poison einfach getriggert worden und dann wäre er tot gewesen. Handful of Knives. Nicht so verkehrt. Clans brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Mystic Renewal. Ja, da weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Wir verlieren halt das ganze Mana, aber wir bekommen dann Frenzy. Ich glaube, ich nehme dann hier das erste. Jeder dritte Spell oder Strike wird ein kritischer Treffer. Ist jetzt nicht so wichtig. Arcane League, ich... Na ja, gut, wir haben doch schon ein paar Strikes, also das ist jetzt nicht super, aber es ist auch, es ist okay, sag ich mal. So, dann würden wir immer zwei davon kriegen. Das wäre natürlich schon eine nette Sache. Ich glaube, das werde ich jetzt erstmal aufwerten. Ich brauche mehr Bleed. Und wir entfernen. Was entfernen wir denn jetzt? Introspection ist eigentlich noch ganz okay. Schock schmeckt mir nicht so richtig. Ich schmeiß mal Schock raus. Die Sache mit Bleed-Triggern, da müssen wir halt auch mal gucken. Wir legen uns mit den Pflanzen an. So, dann haben wir das einmal, dann kommst du wieder weg. Und dann, wir haben einmal Evasion, das ist natürlich bei denen hier gerade ein bisschen blöd, dadurch, dass die halt mehrmals angreifen. Das ist halt jetzt echt die Frage. Wir könnten natürlich, ich guck mal, was wir kriegen. So, Poison ist schön und gut. Mana Shield, okay. Das ist halt jetzt echt die Frage. Evasion ist da halt jetzt nicht so der Bringer. Deswegen würde ich fast sagen, wir machen das einmal so. Wir spielen das einmal. Und ja, Poison haben wir hier noch. Okay, dafür reicht es nicht mehr. Ist jetzt halt blöd, dass ich jetzt gar keinen Mana mehr habe. Kostet halt auch schon 4, deswegen auch nicht so ideal. Bleed triggern wäre das natürlich jetzt ganz nett. Dann nehmen wir einmal das, schmeißen wir das weg. Und dann haben wir 5. Aber wir haben dann trotzdem wahrscheinlich nicht genug Mana dafür. Können wir halt einmal, aber Leech können wir nur einmal triggern. Das könnten wir jetzt spielen. Aber den können wir wahrscheinlich, die Pflanze können wir gleich wahrscheinlich eh schon erledigen. Okay, das ist noch so ein bisschen undurchschaubar. So, die sollten wir vielleicht beide dann sogar schon rausnehmen können. Dann schmeißen wir die erstmal wieder weg. Ja, das sieht doch gut aus. Dann können wir einmal Poison nehmen. Einmal das. Und weg bist du. Bleed ist natürlich jetzt... Kann man machen, aber im Prinzip könnte ich mir das auch spielen, weil das macht... Könnte ich mir sparen, das zu spielen, weil es macht halt so wenig... Ja, toll, jetzt hätte ich das ja. Okay, gut, so kann man es halt auch machen, aber es ist trotzdem minimal. So richtig habe ich das mit Bleed noch nicht raus, aber ich habe auch, glaube ich, auch nicht die richtigen Karten dafür. Wir haben noch 34 Lebenspunkte, das ist jetzt nicht so dolle.
Ja. Nehmen wir das mal, dann können wir das zumindest jetzt schon mal spielen. Alles klar. Leech hätten wir da. Das gibt auch noch Poison. Bleed. Alles draufhauen. Da muss man hier aber echt eine Menge Karten spielen. Ach verdammt, hätte ich jetzt noch nehmen können. Da war ich zu schnell. Evasion ist halt noch so eine... Können wir noch mal welche? Noch mal Leech, aber ich weiß nicht, wie ich die benutzen soll. Das ist halt echt die Frage. Evasion ist... Ich nehme mal Evasion mit. Also ich brauche ein bisschen was für die Defensive. Okay, jetzt haben wir 40 von 73. Ich könnte mich jetzt schon mal hier... Ja, das machen wir. Weitere 15 oder Karte entfernen. Ich will, glaube ich, erstmal nicht so wirklich noch eine Karte entfernen. Machen wir mal wieder die Lebenspunkte voll. Dann haben wir jetzt einmal schon so Lagerfeuer weg. Gut, dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet soweit wieder ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.